Der Unterschied hätte nach 3 Stunden geringer kaum sein können. Nicole Focken aus Niederlangen und Marvin Osterloh aus Apen haben um die Wette Spargel gestochen. Die 6 Kisten von Osterloh wogen 81,3, die 6 von Focken 81,65 Kilogramm. Somit sicherte sie knapp den Sieg für die Frauen bei dem Wettbewerb, zu dem der Radiosender FFN aufgerufen hatte. Die beiden Kandidaten wurden im Vorfeld ausgelost. Am frühen Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr begann das Wettstechen auf dem Spargelfeld vom Hof Körmann. Live übertragen wurde es in der Morningshow mit FFN-Morgenman Frankie und Caro, die sich ebenfalls 5 Minuten im Spargelstechen maßen. Mit 6,2 zu 4,8 Kilogramm errang Frankie hier den Sieg für die Männer. Der Sieger des Stechens, das stand im Vorfeld fest, durfte den Spargel behalten. Focken verkündete, den Spargel an die Tafel in Laden zu spenden. Doch auch Osterloh durfte seinen Spargel behalten und spendete ihn an Tischlein Deck dich in Edewecht. Hofbesitzerin Andrea Körmann kündigte zudem an, die Menge zu verdoppeln.